So, hallo Lieben, Christian Schumacher, Paterapeut, ich bin Psychologe, mein Programm findest du auf liebesprache.de. Wenn du nicht weißt, welche Kurse da am besten sind, ich habe ja so eine Zählung von 0 bis 9, vor allen Dingen so die ersten Kurse, das ist häufig, wenn man die so in der Reihenfolge macht, ziemlich gute Idee, aber uns frag auch gerne an support@liebesprache.de. Gut, heute haben wir die ewige Frage, wozu überhaupt Beziehungen? Das kommt mir momentan sehr viel unter von einer Zuschauerin und sie schreibt, wenn du übrigens auch solche Fragen hast, kannst du über ein Formular auf liebeschip.de machen. Ja. Genau, also. Lieber Christian, vielen Dank für deinen Videoblog. Ich habe das Gefühl, dass du all meine Recherchen der letzten Jahre aufgreifst, zusammenfasst, nochmal neu ordnest und noch mehr Informationen draufpackst. Dein Blog gehört zu dem Content, den ich regelmäßig höre, um mich gegen Gehirn zu waschen und eine realistische Vorstellung von Beziehungen zu bekommen. Nach einem langen Prozess bin ich jetzt an dem Punkt, an dem das Beziehungsthema für mich sehr entzaubert ist. Ich habe erkannt, welche unerfüllten Bedürfnisse ich immer versucht habe, mit diversen Beziehungen und Affären zu kompensieren. Mein Erkenntnisweg hat sich über 10 Jahre gezogen. Wirklich clean bin ich aber erst seit 8 Monaten. Mein Eintritt in eine SLAA-Gruppe, Sex and Love Addicts Anonymous, hilft mir auch extrem weiter. Vielleicht fragt ihr euch, was passiert in so einer SLAA-Gruppe. Wenn ihr das wollt, kann ich auch mal ein extra Video zu machen, aber ja, das sind halt so klassische AA-Gruppen, wo die ja immer so einen gleichen Ablauf haben. Also man kriegt da so einen Sponsor, der sich so ein bisschen um einen kümmert. Man geht so durch so 8 Schritte durch. Das sind so Selbstreflexionen, diese 8 Schritte. Ich finde das ja ein sehr bisschen alter aus der Zeit gefallen, aber eigentlich ein sehr cooles Konzept. Und dann laufen diese Treffen eigentlich immer gleich ab, dass am Anfang kann jeder was sagen und die anderen hören nur zu, ne? Und im zweiten Teil gibt es dann meist so ein Thema, zu dem jeder was sagen kann, die anderen hören nur zu. Warum hören die nur zu? Ja, damit man sich nicht irgendwie noch mehr anträgert in sinnlose Diskussionen verstrickt. Und danach gibt es auch noch Möglichkeit zum Austausch und genau. Ist natürlich SLAA-Gruppe, also bei dem speziellen Thema muss man natürlich echt aufpassen, dass man da innerhalb der Gruppe, ich meine, das sollte eigentlich ausgeschlossen sein, aber nicht irgendwelche komischen Beziehungen führt. Naja, langsam begreife ich auch, wie freundlich ich zu mir selbst bin. Ich spreche liebevoller zu mir als je zuvor. Und ich fühle mich trotz meines Single-Status gut aufgehoben. Für die verzweifelten Momente habe ich gute Freundin oder die SLAA-Notrufnummer, die ich wählen kann. Wusste gar nicht, sowas gibt. Schon das im Hinterkopf zu haben, gibt mir eine Sicherheit, die ich nie zuvor gespürt habe. Nur finanziell unabhängig bin ich noch nicht. Da ich Kinder habe, fehlen mir Kapazitäten, neben dem Heimatstudium noch zu arbeiten. Naja, aber das ist ja ein cooles Studium hier, was du machst. Da wird ja das wird ja zeitlich begrenzt sein. Aber ich habe den Master bald in der Tasche und dann wird auch das. Mein Leben und meine Projekte sind das Zentrum meines Lebens. Plötzlich merke ich, dass der dringende Wunsch nach einem Partner, der mich mein ganzes Leben begleitet hat, verschwunden ist. Also ich kann es nachvollziehen. Ich meine, ich bin zwar selber in einer Beziehung, aber also wenn man dieses Liebessüchtige, dieses Co-Abhängige bearbeitet, das ist eine Beziehung eine Option, das ist kein Muss mehr. Und man sieht, man hat eben nicht mal diese rosa-rote Brille drauf, ne? Dieses Single-Sein ist so ein Moloch und ganz schlimm ist die Hölle. Und in der Beziehung ist jeden Tag nur toxisches Rumgevögel und Romantik und Liebesbriefe den ganzen Tag und man sieht, dass es einfach Quatsch ist, ne? Dass es Realität eben viel pragmatischer ist, soll ich mal sagen, nicht so schwarz-weiß ist, sondern es viel mehr Grautöne gibt und dass man eben manchmal gar nicht so sagen kann, was besser ist, so, ne? Und wenn eine Beziehung, dann muss sie schon echt einen Mehrwert bringen, so auf jeden Fall. Ne? Sonst kann man echt gut Single bleiben, das sehe ich ganz genauso. Ne? Stattdessen empfinde ich sogar Entsetzen, wenn ich mir vorstelle, dass sich jemand in meine Angelegenheit einmischen könnte. Naja, viele, deswegen
geht mein Kurssystem, geht ja auch drauf ein, dass nach den ersten Blogs, wo es eigentlich mehr so Selbstliebe, Liebessucht geht und so und seine eigenen Anteile, auch relativ schnell geht um Bindungsangst, weil viele Ex-Liebessüchte sind sehr bindungsängstlich. Will ich jetzt nicht erklären, habe ich in X-Video schon erklärt oder auch in meinen Kursen erkläre ich das. Und das ist erstmal ganz normal, dass es dann rauskommt, wenn diese Abhängigkeit weg ist. Ne, auch das kann sich aber relativieren. Ne? Aber es muss dich nicht relativieren. Du darfst Single bleiben, ist total in Ordnung. Ne? Ich denke, es werden auch in Zukunft mehr Menge Menschen Single bleiben. So, ne? Aus vielen Gründen. Aber ein Leben lang habe ich gedacht, dass jemand in mein Leben kommen würde, mich retten würde, dafür sorgen würde, dass sich alles warm anfühlt. Ja, das sind diese liebessüchtigen Fantasien, ne? Diese ganze Liebessucht ist ja eigentlich eine Fantasiesucht, so, ne? Diese Fantasie ist nun entzaubert. Ja, das kriegt SLA immer sehr gut hin. So. Ich fühle mich desillusioniert. Naja, das desillusioniert, ja, desillusioniert. Das heißt, das ist aber eigentlich nichts Schlechtes, sondern das ist so wie entzaubert. Aber gut, ich kann verstehen, dass das frustriert ist, weil mal ganz ehrlich, wir alle wollen noch in so einer, lieber in so einer Zauberwelt leben und finden das Leben hier manchmal kalt. Kann ich total verstehen. Nur leider ist das so und ich kann natürlich versuchen, und das sollten wir auch alle, unsere Blase so schön zu gestalten wie nur möglich. Aber ja, das, vieles ist halt Illusion, ne? Und anstelle dieses Herzenwunsches ist eine Leere getreten. Ja, die Leere war aber vorher auch schon da, die hast du halt nur überdeckt mit diesen, mit deinen wahrscheinlich toxischen Beziehungen. Die war vorher auch schon da. Das ist diese Leere, das ist dieses ungespiegelte innere Kind, ne? Das innere Kind, was nicht gespiegelt worden ist durch so einen liebevollen elterlichen Blick. Es ist aber gar nicht, es ist eigentlich keine Leere, es ist nur ein Raum, wo das Licht noch nicht angemacht worden ist. Und wie machst du da das Licht an, indem du diese Leere aushältst und dir anguckst und feststellst, so leer ist das eigentlich gar nicht, ne? Manchmal eine Hoffnungslosigkeit. Ich habe begriffen, dass ich die Einzige bin, die alles wieder gut machen kann. Naja, andere Menschen können einem schon helfen und die Gruppe hilft dir ja auch. Und aber natürlich nicht auf so eine liebessüchtige Art, aber natürlich können einem andere helfen. Das ist auch so ein Weg, sich wieder gesund anderen Menschen anzuvertrauen und gibt ja auch eine gesunde Beziehungsanvertrauen an einen Partner und natürlich macht man sich da auch ein bisschen abhängig, also es gibt auch so ein zwanghaftes Unabhängigsein ist halt auch so ein Bindungsvermeiden, ne? Und dass es vielleicht auch einige Dinge gibt, die nie wieder gut werden. Ach Gott, es gibt viele Dinge, die nie wieder gut werden. Also, das ist ja nicht nur in Beziehungen so. Ich meine, bestimmte gesundheitliche Einschränkungen wird man vielleicht nie wieder los. Ja. Wie gern wird man an vielen Punkten das Rad zurückdrehen? Also ich finde die Welt derart crazy im Moment, dass ich würde gerne wieder so in die 80er zurück, also mit dem gleichen Wissen natürlich, was ich jetzt habe, großartig, würde ich sofort machen. Scheiß was auf Handys und Internet und aber ja, das ist wie es ist. Geht nur nach vorne weiter. Und muss ja auch zugeben, meinen Job könnte ich nicht machen aus den 80ern raus, von daher. Aber jetzt sag mal so, wenn man das mal, man kann es natürlich nicht außen vor lassen. Aber wenn man das außen vor lassen würde. Ja, war klar, war das heimeliger früher und keine Ahnung, weiß ich auch nicht, wie das so weitergeht, ne? Aber war auch eine andere Lebenszeit, ne? Hab ich noch studiert und war auch eine ganz andere Zeit. Mir ist aufgegangen, dass ich immer aus den falschen Gründen nach einer Beziehung gesucht habe. Und dass ich keine Ahnung habe, welcher Teil meines Nähebedürfnisses gesund war und welcher auf toxischen Fantasien beruhte. Naja, du bist ja scheinbar erst 8 Monate da und das kommt schon alles. Einfach weitermachen. Wenn man plötzlich Sex nicht mehr zum Leben braucht. Nee, braucht man definitiv nicht zum Leben. und ja, klar ist das eine Irritation.
Und du hast ja auch, das vergisst du, glaube ich, so ein bisschen, deine ganzen Neurorezeptoren da völlig zerschossen, wie alle, mit Liebessucht und toxischen Beziehungen. Und das muss ich erstmal alles regulieren wieder, ne? Auf Feind und auch erstmal wieder alles auf Null stellen. Und auch das trägt so ein bisschen zu dieser Leere bei, ne? Wenn man liebevoll zu sich selbst ist und eine liebevolle Gemeinschaft hat, naja, liebevolle Gemeinschaft hast du ja schon vielleicht ein bisschen in der Gruppe, ne? Wenn das Leben langsam nice geil wird, warum sollte man in eine Beziehung gehen? Also für mich musst du es nicht machen. Lass es doch. Quäl dich doch nicht damit, dann gehst du eben jetzt nicht in eine Beziehung. Vielleicht ändert sich es irgendwann und vielleicht nicht. Warum leidest du darunter, dass du was nicht mehr willst? Frage ich dich. Willst es halt nicht mehr. Wenn ich jetzt sage, ich will nie wieder zu McDonald's gehen, ja, dann gehe ich nie wieder zu McDonald's. Genauso ist es da auch. Also was für ein Glaubenssatz ist da, dass du das wollen müsstest, ne? Welchen Anteil der Erwartungen, die man in eine Beziehung hegen könnte, ist gesund? Ja, da gibt es natürlich eine Menge, aber die musst du nicht zwingend in einer Beziehung erfüllen, ne? Was sind nochmal die Vorteile davon, die nicht irgendeine co-abhängige Ader befriedigen? Dass du jemanden zum Reden hast, dass du normalen Bettsport leben kannst, dass du ja gesunde Beziehungen haben wir auch dieses freundschaftliche Element, dass du einen Freund bei dir hast, so und da gibt es viele Gründe, aber man muss es nicht. Also überhaupt nicht, ne? Denk auch offensichtlich, ob man das jetzt gut findet oder nicht, nimmt ja dieses ganze Unverbindliche total zu irgendwie, ne? Und das ist ja auch, wenn man mal Leute sieht, die ein bisschen bekannter sind, die man so auf Social Media sieht, die haben ja alle keine Langzeitbeziehungen mehr, ne? Durch die Bank, ne? Das sind alles, außer jetzt vielleicht irgendwelche Politiker oder ältere Menschen oder so, aber also die Jüngeren, die man so, die haben alle keine Langzeitbeziehungen mehr. Das ist durch die Bank, also nicht 100% natürlich, aber zu 90, 95%. Maximal drei üblichen 100 Tage, 200 Tage. Und dann ja, kann man wieder Content produzieren, Beziehung ist auseinandergegangen. Drama, Drama, Drama. Da kommt mal jemand Neues zusammen. Geil, geil, geil. Pärchenfotos, Couple Goals. Nach 6 Monaten wieder getrennt. Keine Ahnung. Auch die Junge, also jetzt kann man ja sagen, Social Media Phänomen, aber auch jüngeren Generationen ist, hat ja auch weniger Bettsport als je zuvor und ich meine, die wäre auch viel weniger in Beziehung als je zuvor. Können wir mal googeln. Ob ich das finde. Also wer nach 1995 geboren wurde, fängt das hier an. Da steht schon, Arbeit ist wichtiger als Bettsport. Beziehungen sind erst Beziehungen, wenn es klar ausgesprochen ist. Ja, das sind ja alles diese neueren Tendenzen. Also das nimmt sowieso alles zu, ne? Ghosting wird erwartet, steht hier. Niemand sucht die große Liebe. Anfang 20 probieren sich viele Menschen durch ungebundenen Bettsport aus. Konzept eines Seelenverwandten ist komplett absurd, steht hier. Naja, und haben weniger Sex als je Generation zuvor. Das ist auch sehr speziell. Ja, warum und wieso werden wir wahrscheinlich, weiß ich nicht, hat es glaube ich noch nicht komplett geklärt, woran das eigentlich liegt. Aber also diese Änderungen, die du da auch bei dir ja wahrnimmst, die gibt es ja teilweise, sind die gesellschaftlich auch, ne? Darauf wollte ich eigentlich nur kurz hinaus. Das ist eigentlich total krass, ne? Aber naja.
Das klingt alles sehr theoretisch, aber ich habe einfach keine Ahnung davon, wie gesunde Liebe aussieht. Kauf dir einen Hund. Ist immer gut, dann weiß man, wie gesunde Liebe aussieht. Und ob ich das überhaupt will. Ich habe Freunde, die auf platonischer Ebene sehr liebe und für die ich sehr dankbar bin. Ja, dann weißt du doch, wie gesunde Liebe aussieht. Das ist in einer Beziehung das Gleiche. Da kommt nur noch das sexuelle Element hinzu, ne? Ist ein Gefühl, dass ich sie einfach als Menschen schön finde und gerne in ihrer Nähe bin, dass wir über alles reden und miteinander verletzlich sein können. Ja, dann weißt du es doch. Auch, dass ich sie weiter liebe und loslassen kann, wenn sie das Leben auf andere Wege bringt und wir nicht mehr so eng sind. Ich möchte einfach, dass es ihnen gut geht und so weiter. Ist es so etwas? Ja, ist es. Genau. Steht auch in meinem aktuellen Buch viel drüber drin. Und diese Art von Bindung ist auch weniger verbindlich. Mir dreht sich der Magen um, wenn ich mir vorstelle, dass ich mehrmals die Woche für irgendeinen Menschen zur Verfügung stehen müsse, der eventuell Ansprüche an mich hegt. Das meine ich genau. Du musst jetzt mal deinen Bindungsangstanteil angucken. Aber das hat sich jetzt so negativ an, es hat ja auch positive Aspekte, ne? Mein Leben hat schon Ansprüche genug. Ja, das musst du jetzt mal unbedingt mal angucken. Das sind bei mir die Module 4, 6 und 9. Irgendwas in mir möchte auch meine Kinder irgendwie vor solchen Situationen beschützen. Ich kann es leider nicht anders formulieren, obwohl eine Beziehung eigentlich etwas Schönes sein sollte. Ja, Single sein kann auch was Schönes sein. Es könnte ja sogar das Leben meiner Kinder bereichern, wenn sie einen liebevollen Umgang zwischen Mann und Frau sehen. Ja, die werden schon groß werden, jetzt egal, wie dein Datingleben aussieht. Warum sollte man jetzt trotzdem wagen mit einer Beziehung? Also ich muss dich da nicht überzeugen. Leb dein Single-Leben, akzeptiere es. Nochmal, warum willst du jemanden, der nicht mehr zu McDonald's gehen will, überzeugen, dass er zu McDonald's gehen soll? Sagst du, ja, geh nicht zu McDonald's, fertig. Also ich muss dich da nicht von überzeugen. Kein Impuls zu. Also klar, in SLA herrscht, soweit ich weiß, manchmal die Idee, dass man sozusagen mit einem bindungssicheren Partner auch ein bisschen geschützt ist vor weiteren liebessüchtigen Eskapaden. Das ist auch nicht ganz falsch. Aber das sind natürlich jetzt nicht diese Art von Gründe, die du dir jetzt, glaube ich, hier vorstellst. Obwohl man nochmal so viel Komplikationen in Kauf nehmen muss. Musst du ja nicht. Wenn ich ihm höre, kann ich mir vor die Nase halten, damit ich den Sprung schaffe, an meiner Bindungsangst zu arbeiten. Na, da würde ich auf jeden Fall dran arbeiten, aber das heißt ja nicht, dass du zwingend in eine Beziehung gehen musst, ne? Die üblichen Möhren, endlich wirst du geliebt werden oder wird machen, dass ich das Leben gut anfühlt habe und für mich ausgedient. Ja, und das ist ja auch gut so und alles über andere darfst du jetzt herausfinden. Das ist doch ein wundervoller Weg und wir sehen uns bald wieder.